Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Minecraft, der Hühner Edition. Und der Humtanks ist auch wieder dabei. Hallo. Der sucht jetzt noch einen Huhn oder will jetzt, glaube ich, lieber schlafen gehen. Ja, jetzt geht's erstmal ins Bett. Ins Bette. Boah, hast du geforzt, Alter. Boah, wie es hier stinkt. Nee, das war ich nicht. Das ist die Nord Stream 1. Und die 2, ja. Die zieht ein bisschen Nebenluft. Ja, Leute, wir leben ja hier an der Ostsee, wie ihr seht. Wir haben hier vorne das Meer. Und da hinten blubbert es irgendwo und das stinkt jetzt bis hier rüber. Stinkt voll. Aber ohne Witz, das muss voll der heftige Gestank sein. Ja. Also Erdgas stinkt, das ist ein Geruch, das ist so ekelhaft. Das muss so stinken. Es ist halt wie als Kilometerradio. Als hättest du ein Gesicht am Hinter von der Kuh, wenn die gerade am Furzen ist. So riecht das dann. Das muss so übel sein. Stell dir vor, du bist da so ein Fisch. Ja. Es muss doch richtig kacke sein. Ich glaube, das Fisch riecht und nicht wie. Ich glaube, Fische haben keinen Geruchssinn, ich bin mir aber nicht sicher. Meinst du, die haben keine Nasenlöcher? Nee. Hallo, Huhn. Ich bring jetzt ein weißes Huhn mit. Also du bist hier, du machst hier die Umvolkung, ich merk schon. Die was? Kennst du nicht diese Verschwörungstheorie, dass das die Weltelite eine Umvolkung plant? Eine Umvolkung? Ja. Was soll das sein? Dass nur noch ganz viele, dass das Weiße keine Kinder mehr kriegen, ganz, ganz viele Schwarze hierher geholt werden. Das ist diese Verschwörungstheorie der Umvolkung. Und dass das ein Plan ist, dass es da einen geheimen Elitebund gibt, der das genauso plant, dass das so passieren soll. Crazy. Warum weiß ich nicht, warum das passieren soll. Ich weiß halt nicht, was der Sinn dahinter sein soll, aber ja, die Menschen glauben, dass das sei so. Ich verstehe den Nutzen nicht. Ja, es gibt eine geheime Elite, die hat sich das so zum Ziel gemacht. Warum auch immer. Ist das so wie mit denen, die den Kindern das Adrenochrom aus den Knochen saugen? So in irgendwelchen Kellern von Pizzerien. Und die Amerikaner waren noch nie Hollywood auf dem Mond. Und das ist also, gleich wie mit dem 5G und das ist Corona. Also ich meine, wenn man mal realistisch ist und jetzt sieht, wie viele Verzögerungen es bei dieser unbemannten Mondmission gibt, dann liegt der Verdacht nahe, dass sie tatsächlich noch nie da waren. Ja, es ist, glaube ich, also es ist nicht, dass sie nicht da waren, es ist eher, dass sie damals einfach einen Fick auf die ganzen Gefahren gegeben haben und denen jetzt einfach die Gefahren viel besser bekannt sind, sich nicht trauen. Zu viele Sicherheitsvorkehrungen und so. Alter, guck mal, die paaren sich gerade. Und du guckst da noch hin. Hui, Teufel, du. Da ist ein Küken rausgekommen. Dieser Perverse da hinten. Du kannst dich nochmal füttern. Das Küken kann man füttern. Ja, dann wächst es schneller. Ich hol noch mehr Hühner. Noch mehr? Ja, ein drittes. Ein drittes? Das muss dann ganz betreten in der Ecke stehen und zugucken. Das ist eigentlich schon richtig, also wenn das jetzt Menschen wären, wäre das schon ziemlich hart, was wir hier machen. Also erstmal sperren wir sie ein, ja? Und dann zwingen wir dem Kind zuzugucken, wie die Eltern dann. Und am Ende schlachten wir sie alle ab. Und dann paaren wir ja auch noch. Wir paaren dann ja noch die Kinder miteinander. Mit das den ist, Eltern überall Rudelbums. Das ist schon richtig krank, ne? Ja, eigentlich ist es schon krank, wenn man drüber nachdenkt, was wir hier so treiben. Warum sind gut, dass du ein bisschen genetische Vielfalt noch holst mit dem dritten Huhn dann. Ich bringe sogar noch ein viertes mit. Ja, da haben wir ein bisschen genetische Vielfalt wenigstens. Was ist das denn hier? Ist das ein Yeti oder was ist das hier für ein Schwadalulatsch? Keine Ahnung. Achso, nee, das ist ein Enderman. Den kannst du gerne töten, wenn du es schaffst. Nee, traue ich mich jetzt nicht. Ich habe jetzt die Hühner dabei hier, aber. Komm mit hier, du. Oh nein, es waren Diebe auf unserem Feld. Wir bringen noch ein braunes Huhn mit. Oh, da weiß ich nicht, ob du das zusammen mit den schwarzen Huhn, ich weiß nicht, ob das klappt. Ob das nicht Probleme gibt. Gut, dann haben wir alle Farben. Ja, aber ich weiß nicht, ob braun so gut ist. Jetzt hat er es erst verstanden. Nee, ich hatte noch was anderes gerade gedacht, aber das sage ich nicht.
Also ob da so ein Faschohuhn wirklich so praktisch ist, wenn wir dann schwarzes Huhn haben. Aber ich kann dir sagen, die Schwarzen werden nicht überleben dann, wenn du das Faschohuhn da reintust. Welches ist denn das? Das Weiße oder das Braune? Das Braune natürlich. Braun ist das Faschohuhn. Ist auch braun. Ach, ich glaube, er hat es immer noch nicht verstanden. Doch, ich habe das verstanden, aber es ist einfach so... Ja. Warum bleibt dieses dämliche schwarze Huhn jetzt einfach stehen? Weil das nicht mit dem braunen Huhn zusammengehen will. Oh, jetzt... Weißt du, was das Huhn jetzt macht? Das holt gleich eine Plakette und dann steht dann drauf Black Lives Matter. Ich hoffe, jetzt kriegen wir keinen Ärger. Das ist ein Witz, Leute. Das ist ein Witz. Darüber macht man keine Witze. Natürlich macht man über alles macht man Witze. Es gibt keine Grenze für Witze. Darüber darf man keine Witze machen. Hast du nicht Twitter gelesen? Ich finde es schon sehr lustig, wenn wir jetzt einen Huhn in unseren Stall hätten und das jetzt anfängt zu demonstrieren. Ich finde das schon sehr lustig, wenn das passieren würde. Es passiert nicht, weil das Spiel das nicht. Das weiß ich, wie das ich macht, aber. Ich finde das schon lustig. Kannst du eine Mod programmieren? Wenn nicht genug schwarze Hühner da sind, wird demonstriert. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt noch ein hautfarbenes Huhn. Beige. Da kennst du auch dieses Meme, ne? In Germany we call this skin color. Mit diesem Buntstift. Ja. Darf man das noch sagen? Nee, es gibt keine hautfarbenen Stifte mehr. Nee? Nee. Die Kinder sagen es trotzdem. Ich wollte gerade sagen, im Kindergarten wird das aber trotzdem gesagt. Ja. Aber offiziell ist das Hasssprech. Hasssprech? Ja, das ist das tiefste Hasssprech. Aber wen hasse ich damit? Und wenn Kinder das sagen, dann sind die auf jeden Fall, dann sind die Nazi. Die Kinder? Ja, die werden dann oder Nazi. Oder die Eltern? Beide. Die ganze Familie, die ganze Dynastie. Wow. Bis 10 Generationen zurück, eindeutig verwandt mit Hitler. Ey, du dämliches Scheiß, und komm her. Ich hab auch Körner an der Hand, deswegen. Wussten die nicht so ganz, was sie jetzt machen sollen. Okay, Hasssprech, ja, Alter, krass. Ja, ne, Hasssprech. Was soll man dazu sagen? Glaubst du, das ist heutzutage ein Problem? Also. Was? Dass der Stift Hautfarben heißt? Ja, nein, pass auf. Jetzt ganz steile Aussage. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ja. Ich bin ein alter Sack, du bist ein alter Sack. Im Verhältnis gesehen zu dem, was man so mitkriegt. Ja. Ich bin der Meinung, das Internet war früher ein anderer Ort, wo du viel mehr oder viel sagen konntest. Ja, was nicht alles falsch aufgefasst wurde, beziehungsweise jeder sofort wusste, okay, das ist einfach nur Behindertenschnack. Das ist einfach nur ein Joke. Ja gut, es gibt auch ein paar Leute, die haben einfach auch richtigen Schwachsinn geschrieben. Pass auf, aber das Ding ist, die Leute wurden damals einfach ignoriert. Und das ist der Punkt, was heute also nicht mehr geht, ich glaube, das war einfach so eine Entwicklung. Dass halt wirklich auch Leute dabei waren, die das, was sie geschrieben haben, auch einfach ernst gemeint haben, ne? Ja, bestimmt. Und ich glaube, das hat einfach zu dem, das hat einfach, glaube ich, mit dazu geführt, dass auf vieles heutzutage sehr empfindlich reagiert wird. Aber oft in meinen Augen auch zu empfindlich. Ich glaube auch manchmal, dass es oft auch so ist, dass Leute heute Scheiße ins Internet schreiben, die sie gar nicht ernst meinen. Andere Leute das aber falsch verstehen und denken, das ist total ernst gemeint und das dann auch annehmen, die Meinung, und denken, das ist jetzt eine Sache, die man sagen können sollte. Wie zum Beispiel, es gibt ja dieses, und da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass es transphob sein soll, wenn ein heterosexueller Mann, der nur mit einer, in Anführungszeichen, normalen Frau daten möchte, dass wenn man dann Transmenschen für sich selbst ausschließt zum Daten, dass das ja dann transphob sei. Das ist genauso dumm, wie wenn du sagst, ja, weil nur als Mann, der heterosexuell ist, nicht mit anderen Männern, da bist du homophob. Also genauso dumm ist diese Aussage. Aber diese Aussage wird heute von ernsthaft von Leuten so vertreten. Ja, aber das Lustige ist, ja, damals hat man Witze darüber gemacht. Das ist das Lustige. Vor einigen Jahren haben Leute, die das nicht ernst meinten, darüber Witze gemacht. Von wegen, ja, ist es denn auch so, dass wir, dass sind heterosexuelle Männer, dass die dann auch Sex haben müssen mit Transfrauen? Das war immer so ein Witz, ne? Das war nie ernst gemeint. Von wegen, das war einfach so eine Überspitze. Das war eine Persiflage, das war Satire. Ne? Ja. Und heute ist es die Realität.
Heute fordern das Leute wirklich, weil die das gelesen haben und sich vielleicht gedacht haben, der meint das jetzt ernst. Und da haben sie gesagt, ja, das ist doch richtig so. Ja. Findest du, es gibt Grenzen, also findest du, es gibt Dinge, die man nicht sagen darf? Das ist das Thema mit der Meinungsfreiheit. Das ist ein sehr, sehr tiefgründiges Thema. Nein, ich glaube nicht, dass es Dinge gibt, die man nicht sagen darf. Glaube ich nicht. Findest du, es gibt Dinge, die man nicht in der breiten Masse wie dem Internet verkünden sollte? Es gibt Sachen, die man nicht sagen darf. Dazu gehören Rufmord und Verleumdung und so Sachen. Also über Leute Scheiße erzählen, ist halt, das geht nicht. Also ich sehe das ja ganz ähnlich wie du. Ich finde Beleidigung ist schon schwierig. Ich finde, Beleidigung könnte auch legal sein, aber das ist halt, muss man sich halt überlegen. Ja, ist halt einfach persönliche Einstellung. Ich so weiß nicht. Man muss ja nicht jeden anzeigen, der einen beleidigt. Ja, am Ende ist halt auch irgendwie, kommt ja auch so ein bisschen auf den Kontext und so an. Aber ich finde auch, dass also gerade in der heutigen Zeit wird ja doch sehr schnell, wenn man so im Internet oder auch auf Twitter mal so ein bisschen liest, werden ja Leute teilweise schon sehr random einfach angezeigt für irgendwelche Tweets, wo halt offensichtlich ist, dass man da einfach nur einen Joke macht. Aber das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, hier, mein Nachbar Hans-Joachim, ja, das ist ein dicker, dummer Idiot. Und das schreibe ich jetzt ins Internet, weil ich weiß, den kennen ganz viele und das finden alle lustig. Das ist ja nicht mehr der Fall. Aber wenn ich jetzt einfach nur schreiben würde, mein Nachbar ist ein dicker, dummer Idiot und das finden ganz viele lustig, weil die sich vielleicht vorstellen, wie der aussehen könnte, aber niemand kennt meinen Nachbarn und niemand kennt mich, dann finde ich das kritisch, dass da heutzutage schon für viele so ein Punkt erreicht ist. So, jeder hat einen anderen Humor, so, weißt du, und viele sagen ja auch, ja, also Humor hört ja da auf, wo andere sich beleidigt fühlen. Nee. Ich sehe das ein bisschen anders, weil heutzutage fühlt sich jeder von vielen Dingen einfach beleidigt, die ihn einfach gar nicht ansprechen sollen. Also das ist ja am Ende ist das ja ein Du-Problem und kein Ich-Problem. Genau. Also wenn ich einen Joke mache, dann zielt der ja im Zweifelsfall nicht mal darauf ab, dich zu beleidigen. Nee, vielleicht mache ich den Joke, einfach nur, weil ich ganz genau weiß, dass viele Leute so reagieren, wie sie reagieren. Weil ich die Reaktion darauf dann einfach für mich selber lustig finde. Ja gut, man kann auch einen reaktionären Witz machen, also im Sinne von, also wo es eher um die Reaktion geht, wenn du jetzt sowas sagst, was man nicht sagen darf und danach sagst du dann quasi, oh, ich hoffe niemand von denen und so, in denen ist hier anwesend, dann wird es halt wieder lustig, weil du dann darauf reagierst, auf das, was du nicht sagen durftest und dann so das Publikum abschaust, ob da nicht jemand dabei ist und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen Lacher daraus bekommen. Das Ding ist, beim Humor ist sowieso prinzipiell, wenn ich jetzt auf Gefühle von Leuten Rücksicht nehmen würde, dann würde ich sie ja diskriminieren, weil ich das bei anderen dann eher nicht tue, bei Leuten, die sich dann nicht angegriffen fühlen, wenn ich Witze über sie mache. Und ich bin gegen Diskriminierung in jedweder Form. Diskriminierung ist nicht in Ordnung und das gilt auch bei Humor. Jeder hat das Recht, dass Witze über ihn gemacht werden. So, aber das sagst du ja jetzt aus einer privilegierten weißen das Ansicht ich auch sagen, als heterosexueller Mann. Da bin ich mir sehr sicher, das würde ich auch sagen, wenn ich eine andere Hautfarbe hätte. Das würde ich auch sagen, wenn ich eine andere Sexualität hätte. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vor allem, weil ich auch sehr, sehr viele Menschen kenne. Andere Hautfarbe, nicht so viele. Wobei, ein paar kenne ich tatsächlich. Da habe ich sogar teilweise die N-Karte, ne? Also offiziell von den Leuten, dass ich das sagen dürfte, aber ich habe es noch nie irgendwie, habe ich nie, weil habe ich nicht das Bedürfnis zu, wenn ich ehrlich bin. Die nennen sich also halt selbst so, weißt du, deswegen sagen die dann auch immer so Sachen wie, ja, kannst du auch ruhig sagen, ist mir egal. Weil man dann so darauf reagiert, weil das ist halt so, wenn du das so hörst und dann bezeichnet jemand so und dann fragst, hey, willst du das jetzt wirklich so sagen? Dann kommst du halt ins Gespräch und sagen die Leute, die auch so, ja, kannst du mich auch so nennen, ist mir egal. So viele, viele, viele Leute kenne ich, die so sind. Es gibt natürlich auch eine andere. Es gibt auch eine andere Leute, die das nicht so sehen. Aber das ist halt immer schwierig. Und was Meinungsfreiheit angeht, wollte ich ganz, ganz wichtig noch sagen. Es gibt ja derzeit immer dieses Sentiment, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll, diese Einstellung oder diese Reaktion auf Meinungsfreiheit als Antwort. Es gibt doch Meinungsfreiheit, du musst nur mit den Konsequenzen leben. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil du begrenzt die Meinungsfreiheit dadurch, dass du Konsequenzen androhst, wenn du deine Meinung äußerst. Ja, es gibt Meinungen, die sind echt scheiße und es gibt Faschos da draußen, keine Ahnung was.
Und auch die sollten ihre Meinung frei äußern können, ohne dass sie zum Beispiel ihren Arbeitsplatz verlieren. Warum sollten denn die ihren Arbeitsplatz verlieren? Wenn die nicht auf ihre Arbeit ihr Faschogelaber abziehen, dann sehe ich keinen Grund, warum die diese Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren sollten. Sehe ich nicht. Ich sehe keinen logischen Grund dafür. Also der einzige Grund, warum man das macht und dann Arbeitgeber anschreibt und da Druck ausübt, ist der Grund, dass man diese Meinung eben unterdrücken möchte. Weil man dann mit Konsequenzen droht, mit Repressalien. Und ich finde das ganz, ganz schwierig derzeit, diese Einstellung. Meinungsfreiheit ist grenzenlos, meine Freunde. Und ja, die Konsequenzen sind auf einer persönlichen Ebene. Das ist richtig. Also man muss Konsequenzen daraus ziehen, wenn man seine Meinung äußert, wenn dann Leute sagen, nee, du, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja auf einer persönlichen Ebene. Aber dass man dann fordert, dass Menschen für bestimmte Meinungen Repressalien erleiden, wie zum Beispiel den Beruf zu verlieren oder was weiß ich. Gut, bei Bühnen ist natürlich so ein Ding, ne? Also, das ist schwierig. Aber ich muss auch wieder, also wenn man Bühnen und sowas, wenn man den jetzt irgendwo sprechen lässt auf einer Bühne. Wobei ich halt dazu auch sagen muss, das Ding ist, wer geht denn dann dahin? Wenn da so ein richtiger Volltrottel-Fascho sitzt, der richtig Fascho ist, wer geht dann dahin? Andere Faschos. Also, dann ist mir auch egal. Sollte halt vor anderen Faschos auftreten. Und jetzt? Also Leute, die nicht Fascho sind, werden dadurch ja nicht auf einmal zum Fascho. Also und obliegt es nicht uns, obliegt es nicht eigentlich uns, uns gegen Faschisten in der Hinsicht durchzusetzen, dass wir uns der demokratischen Mittel bedienen, nämlich den Wettkampf der Ideen. Und die Faschismus ist ja auch eine Idee. Es ist ja auch eine Ideologie, es ist eine Idee. Und die Idee ist scheiße. Das haben wir in der Geschichte erlebt, dass die Idee nicht funktioniert. Wir haben genug Beispiele dafür und wir haben sehr viele gute Argumente gegen Faschismus. So, warum hat man so Angst vor Faschisten, wenn man doch die besseren Argumente dazu hat eigentlich? Vielleicht liegt es daran, dass man heutzutage alles Mögliche schon Faschist nennt, nur um zu diffamieren. Weil Faschismus, es ist sowieso schon erstmal prinzipiell kein wirklich klar definierter Begriff. Aber Faschismus muss schon so Sachen wie einen Führerkult haben. Das gehört schon dazu zum Faschismus. Das ist ein sehr prägendes Ding. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, es gibt nur zwei Geschlechter und du nennst das dann Faschismus, schwierig. Ich sehe da keinen Führerkult, überhaupt gar nicht. Nee, du, also das Ding ist ja auch deswegen mittlerweile... Deswegen gibt es ja auch die Worte neofaschistisch. Oh mein Gott. Ja, mittlerweile ist das Ganze ja auch einfach total aufgeweicht in der Begrifflichkeit, ne? Ja. Weil heutzutage ist ja sowieso jeder, der irgendwie eine andere Meinung hat, die auch nach außen vertritt oder wie du jetzt, also du sagst ja auch öffentlich auf Twitter vor einem sehr breiten Publikum oder was für viele Menschen zugänglich ist, so dass es zwei Geschlechter gibt, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Da gibt es dann natürlich innerhalb dieser Bubbles Menschen, die sagen, okay, Alter, weil du das sagst, musst du ein Nazi sein. Du musst ein Nazi sein, weil du das so siehst. Ja. Anders geht das gar nicht. Es gibt keine logische Erklärung dafür. Außer, ich wurde schon Nazi genannt. Schon oft. Ja. Ich wurde schon oft Nazi genannt. Ja, aber ich wurde auch lustigerweise schon TERF genannt. Was lustig ist, weil ich bin kein Feminist. Ich bin Mann. Das halte ich für, also, ja, aber das halte ich halt auch für schwierig. Ne? Das ist, das, weißt du, ja. Die Leute regen sich auf, wenn man bei Twitter schreibt, so, du Hurensohn, halt dein Maul. Ja, gut, da kann. Aber im gleichen Zug dürfen die dich trotzdem Nazi nennen. Ja, klar. Also, das Ding ist einfach, dass das Wort Nazi wird halt einfach verwendet, um zu sagen, dass die Person dich unausstehlich findet. Aber sie sagt das, damit andere Leute denken, diese Person ist halt dann wirklich unausstehlich, obwohl es nur ein persönlicher Disput ist. Weil bei dem Thema, also meiner Meinung nach biologisch, ich muss da eigentlich gar nicht Meinung sagen, weil das ist eigentlich die Einstellung von fast jedem Biologen. Das ist der Mensch, die Spezies Mensch hat zwei Geschlechter und die sind unveränderlich. Das ist Fakt. Das ist halt einfach so. Und das heißt nicht, dass es Transmenschen oder Menschen nicht gibt, die eine Genderdysphorie oder eine Geschlechtsidentitätsstörung haben etc. Das heißt das nicht. Das heißt das nicht. Ich mache diese Menschen natürlich auch nicht unsichtbar, dadurch, dass ich anerkenne, dass wir uns evolutionär dazu entwickelt haben, eine zweigeschlechtliche Spezies zu sein, wie viele Spezies vor uns auch übrigens und jedes andere Säugetier übrigens auch zweigeschlechtlich ist. Und dann kommt immer das, wie definierst du denn die Geschlechter XY und XX? Nein, ich definiere die Geschlechter ganz einfach. Die Geschlechter einer Spezies definieren sich dadurch, was sich evolutionär ausgebildet hat, wie viele Genpaare, also wie viele Gameten, groß, klein, du brauchst, um
einen neuen Menschen zu erzeugen, um dann eben wieder Evolution voranzubringen. Wo kommt die Genvermischung her? Wie passiert das? Bakterien spalten sich. Die haben nicht viel Gendifferenzen oder Genvarianz. Bei Menschen gibt es große Tiere, die genetische Codes haben und zwei dieser Exemplare, ein männliches und ein weibliches, pflanzen sich fort, um Nachwuchs zu zeugen. Was das Individuum jetzt ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, etc. oder weiblich und männlich, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Und es gibt bestimmt noch Menschen, die sind nicht männlich und weiblich. Die sind nicht eindeutig in eins dieser Geschlechter einzuordnen und gut ist. Das sind aber ganz, ganz wenige Menschen. Ganz wenige Menschen, die du nicht zuordnen kannst biologisch. Und das ist halt einfach Fakt. So, da braucht man nicht diskutieren. Das ist kein Bestand einer Diskussion. Oder niemand diskutiert darüber. Niemand, der irgendwie ernsthaft das, sich mit dem Thema auskennt. Oder nicht mal auskennen. Das ist ja eigentlich schon Biologieunterricht 6., 7. Klasse. Also es ist ja nicht mal so, dass das großartig geheimes Wissen wäre, was du nur im Biologiestudium erhalten kannst. Darwin und die Evolutionstheorie und wie Spezies sich fortpflanzen und ihren genetischen Code weitergeben. So, daher kommt das mit den Geschlechtern. Ja, die Evolution hat das erzeugt als Mittel, um Varianz in den genetischen Code zu bringen. Um uns besser zu wappnen vor Veränderungen auf dem Planeten, weil ein Bakterium hat es schwer, sich anzupassen. Ein Bakterium hat das über Masse, weil die immer wieder andauernd sich Zellteilung vornehmen und durch die ganz massenhafte Zellteilung kommt manchmal der Moment, wo was mutiert und deswegen, und die Mutationen, die erfolgreich sind, setzen sich durch. Bei Menschen hast du den Vorteil, dass Menschen, die zum Beispiel, wir haben sehr, sehr variante DNA und jetzt schlägt ein Meteorit auf den Planeten ein und manche Menschen können mit der Umgebung, die sich dadurch entstanden ist, besser umgehen als andere Menschen. Und andere Menschen, die sterben dann, aber der genetische Code von denen, die weiterleben, die vermischen sich wieder. Und dann arbeiten sich diese Genetik, oder die Genetik dann raus, die am besten überlebensfähig ist für die neuen Umstände auf dem Planeten. Dadurch sind wir sehr, sehr flexibel und sehr schnell in unserem genetischen Code, um den zu ändern. Das dauert zwar immer noch ein paar tausend Jahre, aber nicht, wie das vielleicht manchmal bei Bakterien vielleicht hunderttausende Jahre dauern kann, bis sie sich optimal auf was einstellen können. Und wir sind halt sehr große Wesen im Gegensatz zu Bakterien. Wir können es nicht einfach spalten. Das ist nicht ganz einfach. Wenn die so auf der rechten Körperhälfte noch so ein anderer Arm wächst, dann wächst dann ein ganz anderer Mensch draus und spaltet sich wieder ab oder so. Das ist ein bisschen komisch, die Vorstellung, sich so fortzupflanzen als Spezies. Ja, und so ist halt da Zweigeschlechtlichkeit entstanden, weil das macht halt Sinn. Und viele Spezies auf diesem Planeten sind zweigeschlechtlich und manche können sogar ihr Geschlecht wechseln. Der Mensch gehört leider nicht dazu. Ich wünschte es mir, weil dann hätten wir diese ganzen Diskussionen gar nicht. Dann wäre das alles gar kein Thema. Aber leider ist es nicht so. Irgendwann können wir es vielleicht wissenschaftlich machen. Irgendwann sind wir vielleicht so weit, dass wir wirklich aus einem Mann 1:1 einfach eine Frau machen können. Komplett. So, dass es gar nicht mehr erkennbar ist. Kompletten genetischen Code umschreiben, eigene Gebärmutter züchten, Eier und bla bla bla. Und komplett 100%. Irgendwann ja, aber nicht in den nächsten 1000 Jahren. Das ist das Problem. Deswegen ist es ja gerade ein gesellschaftliches Problem. Und was mit Geschlecht und Gesellschaft ist halt immer so ein Ding. Ne? Gesellschaftlich ist was ganz anderes. Aber gesellschaftlich musst du auch immer fragen, es gibt ja verschiedene, wie so eine Zwiebel, es gibt verschiedene Schichten gesellschaftlich. Und ganz in der Zwiebel ist halt die Familie. So. Dann darum kommen die Freunde, dann kommen die Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Bis zu welcher Schicht forderst du gesellschaftliche Änderung? Und das Ding ist, also die Schicht, die am innersten ist, die Familie etc., da hast du das Zwischenmenschliche. Und wie viel gesellschaftliche Veränderung benötigt man auch wirklich, um dann mit seiner Geschlechtsidentitätsstörung dann am Ende glücklich leben zu können? Oder zumindest ein ansatzweise glückliches Leben zu führen, weil es gibt nicht den Anspruch, ein glückliches Leben zu führen. Den Anspruch kann sich niemand für sich machen. Es muss immer den Umständen entsprechend. Berücksichtigend auf die anderen Menschen. Du kannst ja nicht sagen, mich macht es glücklich zu morden, deswegen will ich jetzt Leute töten. Und ich habe das Recht, mein Glück zu erhalten, deswegen mache ich das jetzt. Ich sage nicht, dass es verglichen werden kann. Aber ich meine das als Beispiel, als Extrembeispiel. Dass Freiheit oder dass die eigene Freiheit nach Glück oder die eigene Suche nach Glück halt Grenzen hat. Und dann kommen wir halt so Dingen wie Gendern, die halt einfach abgelehnt werden, ne? Von Mehrteil der Gesellschaft. Von über 90% fast. Also 80, je nachdem, welche Umfrage du guckst. Also es wird ja auch mehr in den Umfragen, ne? Es wird ja immer mehr, die Ablehnung. Und hi, Kingy the Real. Es ist echt zum Mäusemelken, das ganze Thema. Und auch, ja, Meinungsfreiheit, da waren wir ja hergekommen.
ich finde halt einfach, man darf alles sagen. Auch ich darf jetzt gerade alles sagen. Auch wenn ich natürlich schon Angst habe, Repressalien dafür zu erhalten, dann ist das aber so. Aber das Ding ist einfach, ich weiß, ich bin halt in dem Gewissen, dass ich Recht habe. Also, dass ich Recht habe im Sinne von, dass ich das Recht habe, meine Meinung zu äußern. Und dass die Leute, die dann Repressalien mir gegenüber anwenden, dass diese Menschen Unrecht sind. Das weiß ich halt. Und das ist halt so. Und da kann man sich noch nicht rausreden. Also, außer du bist jetzt halt wirklich, du bist politisch halt einfach auf Autorität eingestellt und autoritär. Ne? Auch das ist eine Meinung, die man haben darf. Aber dann nenn's bitte auch so, wie es ist. Ne? Tu nicht so, als wärst du der Meinungsfreiheitsverfechter, wenn du eigentlich autoritär bist. Und da sind wir wieder bei falschen Labels, ne? Wenn Leute Nazi einfach genannt werden, obwohl sie gar keine Nazis sind. Oder wenn Leute sich selbst auf einmal libertär nennen, obwohl sie eigentlich autoritär unterwegs sind. Ja, ich habe jetzt gerade mal einfach einen Rant abgelassen hier. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich, was du gerade alles so beschrieben hast, in 80% der Fälle ein Social-Media-Phänomen ist. Ja. Beziehungsweise ein Problem oder ein vermeintliches Problem, was ausschließlich auf Social-Media existiert, aber nicht in der echten Welt. Ich, eine lustige, also quasi ist es nur anekdotisch, was ich jetzt sage, aber ich habe noch keine einzige Frau in meinem Leben kennengelernt, und ich kenne viele Frauen im Real auch, die erstens gendert oder B, erwartet von mir zu gendern. Ich habe auch noch nie im realen Leben jemanden kennengelernt, der mir seine Pronomen genannt hat. Nie. Ich sehe die immer nur in Twitter-Bios. Ja, es, also... Wenn das doch so viele sind, ja, was so wichtig gesellschaftliches Problem ist, warum die bei den hunderten Menschen, die ich begegnet bin, ist es noch nie ein einziges Mal Thema gewesen. Noch nie. Das, klar, es ist anekdotisch. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 100 Menschen kennengelernt und keiner davon, deswegen 0%. Aber ich sag mal, durch die anekdotische Evidenz kann man schon davon ausgehen, dass es vielleicht nicht 50% der Menschen sind, denen das wichtig ist, sondern vielleicht eher so in die Richtung einstellig, vielleicht sogar in die Richtung Kommastelle. Und da muss man sich halt dann auch fragen, ab welcher Größe oder ab welcher Kleine einer Minderheit reagiert man drauf? Und dann hast du immer dieses Thema mit den Minderheiten, das finde ich auch ganz schwierig, weil braune Faschos sind auch eine Minderheit. In Deutschland gibt es nicht so viele Faschos, also richtig, ich rede von den richtigen, ne? Springerstiefel, Glatze, und die hauen die ganze, jedes Wochenende hauen die irgendwelche Ausländer zusammen. Ich rede von richtigen Faschos, die sich mit dem Haargruß grüßen, ne? Und richtig, richtige Faschos. Das ist also von dir. Ja, genau, von uns beiden reden nicht. Nein, von unseren Wochenendaktivitäten. Nee, aber jetzt mal ehrlich, das ist eine kleine Minderheit in Deutschland. So krasse Hardcore-Faschos gibt es kaum in Deutschland. Was auch gut ist. Ich will das jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie mehr werden sollen, aber die sind halt eine Minderheit, ne? Schützen wir die jetzt auch? Sind die jetzt auch, wenn man was gegen die sagt, ist das Volksverhetzung? Weil es ja eine Minderheit ist? Es ist eine gesellschaftliche Minderheit in unserem Land, definitiv. Und ich weiß nicht, ich habe auch nie, das Lustige ist, ich bäsche ja oft gegen Kommunisten und so Sachen. Ich habe noch nie einen Kommunisten gehört, der sich A, selbst als Minderheit irgendwie herausstellen möchte und B, dann irgendwie auf Volksverhetzung pocht, wenn man was gegen Kommunismus sagt. Habe ich noch nie erlebt. Es geht halt irgendwie scheinbar nur immer um ethnische Minderheiten, aber dann auf einmal ist der Islam oder Muslime sind auf einmal auch da wieder mit drin, obwohl das ja keine Ethnie ist. Das ist ja eine Religion. Dann geht es also um ethnische Minderheiten, es geht um religiöse Minderheiten. Kann ich jetzt eine eigene Religion gründen? Kann da eine eigene Minderheit sein? Ich weiß es nicht, ich blicke da einfach nicht mehr durch. Vielleicht sollten wir das auch einfach lassen mit diesen komischen Gedanken mit Minderheiten und Mehrheiten. Vielleicht ist das gar nicht so der richtige Ansatz, sondern wir sollten vielleicht direkt individuell denken und versuchen, die Individualität der Menschen zu schützen. Was wir ja tun mit unserem Grundgesetz, mit der Religionsfreiheit. Es ist egal, welche Religion du hast, du kannst, was weiß ich, an was glauben. Der Staat hat ihn nicht reinzureden. Bumm. Jedes Individuum wurde geschützt in seinem Glauben. Also, dann nochmal irgendwie besonders zu sagen, es gibt kleinere und größere Religionen, die kleineren Religionen müssen wir besonders doll schützen, ich weiß nicht. Einfach alle vor den vorstaatlichen Eingriffen schützen. Fertig. Und das ist ja auch so. Ja. Geschlechter genauso. Ja. Ich stehe zwar im Grundgesetz, das was von ich glaube, es steht sogar Mann und Frau drin, sind gleichgestellt. Im Endeffekt kann man das auch echt mal irgendwann ändern zu alle Menschen. Fertig. Alle Menschen sind gleichgestellt.
nicht mal alle Geschlechter, weil dann suggerierst du wieder, wie viele gibt's denn? Es gibt zwei. Aber es gibt Menschen, die vielleicht nicht einfach so klar in dieses gesellschaftliche Bild von Mann oder Frau reinpassen. Es gibt halt auch Menschen, und das ist ja immer dieses Ding, früher war das ja auch wirklich noch, das ist ja auch das Lustige. Früher sage ich halt, das ist so 3 Jahre her. Das ist nicht mal früher. Das ist gar nicht so lange her. Da war das auch noch so, dass die Leute gesagt haben, Sex und Gender sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt das gesellschaftliche Geschlecht, als was du gelesen werden möchtest oder als was du auftreten möchtest. Und es gibt halt das biologische Geschlecht. Und das sind halt zwei verschiedene Dinge und die können nicht miteinander übereinstimmen. Heute ist es auf einmal, gibt es diese Trennung nicht mehr. Auf einmal ist alles nur noch, alles ist ein Wirrwarr. Ich verstehe das nicht, weil vorher war das irgendwie okay für die Leute, jetzt nicht mehr. Aber warum müssen diese Leute sich unbedingt über einen Begriff definieren? Digga, das ist doch so scheißegal. Das ist doch so verdammt scheißegal, oder nicht? Ja, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Statistik oder Studie war, ich habe den Link nicht gefolgt, aber ich habe auf Twitter halt die Auswertung daraus gesehen. Wir sind jetzt in der Generation übrigens, in der sich mehr Mädchen als bisexuell outen als je zuvor, aber diese bisexuellen Mädchen noch nie Sex mit einer Frau hatten. Die outen sich einfach als bisexuell, weil es halt trendy und in ist und weil man dann ja auch dazugehört zu LGBTQ. Man gehört dann auch dazu. Das ist einfach maximal behindert. Aber die haben halt gar kein Interesse sexuell an Frauen. Die sagen dann einfach bisexuell, weil das ist das Einfachste, was du dir selbst als Label geben kannst, um dann auch dazu zu gehören. Das ist so kannst du auch einfach was ausdenken im Zweifelsfall. Ja, du musst ja deine Bisexualität ja niemandem beweisen. Das wäre genauso dumm, wenn du jetzt jemanden Homosexuellen sagst, beweis mir, dass du homosexuell bist. Wird ja niemand. Komm mit auf Toilette. Okay, der ist tatsächlich schwul. Scheiße. Nee, aber das erforderst du ja von niemandem. Das heißt, das Lippenbekenntnis, dass du bisexuell bist, kannst du easy machen und musst nie musst du irgendwas tun dafür. Niemand wird dich jemals danach fragen, dass du das bitte beweist, dass du das bist. Und so einfach kannst du zur LGBTQ dazugehören. Dann gehörst du auch zum Club der coolen Kids. Aber ja, ob die cool grenzt sind. Grenzt, also ich wollte jetzt fast normale Menschen sagen. Das Ding ist einfach, Leute verstehen das Wort normal falsch, weil Norm ist einfach der Norm entsprechend, das ist die Mehrheit der Menschen. Und werden heterosexuelle Menschen von LGBTQ nicht ausgegrenzt? Welche? Heterosexuelle? Ja, die gehören nicht dazu. Genau, deswegen sage ich ja, die meisten Mädchen sind also viel. Wir sind, aber bin so ich dadurch dann Mensch zweiter Klasse? Weil ich nur heterosexuell angeblich bin. Angeblich bist du ja Mensch erster Klasse und sie sind die Menschen zweiter Klasse. Und das wollen sie ja ändern oder auf gleichgestellt werden. Aber ich finde, oft liest man auf Social Media eher andersrum, dass ja. Alter weißer Mann. Ja. Genau das. Ich kann auch nichts dafür, dass ich alter. Tut mir leid. Ich habe mir meine Hautfarbe auch nicht ausgesucht. Nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Eieiei, das sind hier auch wieder Themen. Ja, aber ich find's halt echt lustig, weil ich beim. Okay, das Ding ist, der Part ist vorbei. Und ich habe jetzt ein Thema, ich kann schon mal an. Wir nehmen noch ein Part auf, ne? Ich sag nicht nein. Weil ich habe jetzt ein Thema, über das wir sprechen können, was ich jetzt anteasen kann, was bestimmt. Ja, okay, dann machen wir gleich noch einen. Ja. Dann hauen wir gleich noch einen hinterher. Ariel, die Meerjungfrau. Oh nee. Oh, diverses nee. Casting. Umcasting nee. Von Hautfarben. Nee, da habe ich nämlich was zu sagen zu. Nicht Ariel. Dann können wir auch gerne meinetwegen. Ach, was war das letzte Mal? Was? Was war das denn jetzt? Wir nehmen doch eine Aufnahme. Ach ja. Ja. Das unangenehm. Ist jetzt für die Ewigkeit festgehalten, ne? Ich sag dir das nur. Ja, stört mich nicht. Okay. Nee, aber. Enforced Diversity in Casting und Race Swapping und sowas. Aber das werden wir dann im nächsten Part alles. Wer hat anmoderiert? Ich, oder? Mhm. Ja, dann muss ich auch wieder abmoderieren. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Wie gesagt, wird ein sehr heikles Thema, aber ich denke, so wie ich bisher Themen behandle, bin ich immer sehr, schon noch recht respektvoll allen Gruppen gegenüber.
Ich möchte auch niemanden, also ich möchte niemanden hier, also wenn es irgendjemand hört, der jetzt trans ist oder was weiß ich, ich möchte niemand von euch persönlich irgendwas, ne, gar nicht, überhaupt nicht. Es geht mir um die gesellschaftlichen Faktor und das ist ja auch das, worum es diesen Aktivisten dann eben auch geht und da ist halt Fair Game, finde ich. Ich greife hier niemanden persönlich an. Und ihr seid valide und ihr seid toll und ihr seid bestimmt wunderbare Menschen, aber es geht mir ja um die gesellschaftlichen Änderungen, die gefordert werden und da muss man halt diskutieren, weil das betrifft uns alle. So, das ist, glaube ich, einleuchtend. Und das ist meine Meinung. Und meine Meinung kann ich auch ändern. Und in 5 Jahren habe ich vielleicht auch eine andere Meinung. Denn ein Mensch hat nicht einmal eine Meinung, die steht fest. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und ich bin immer bereit zu diskutieren und schreibe gerne in die Kommentare. Einige Leute, ich habe jetzt gestern übrigens ein längeres Gespräch in den Kommentaren gehabt mit jemandem bei Monkey Island. Der war total erstaunt, dass ich ausführliche, lange Antworten gegeben habe mit 5 Absätzen und sowas. Natürlich gebe ich lange Antworten, Leute. Wenn ihr diskutieren wollt oder mir was mitzuteilen habt oder ich muss darauf länger antworten, dann mache ich das auch. Ich habe jetzt auch jemandem heute geholfen bei Elden Ring, weil er irgendwie in den Post nicht rein konnte und sowas. Da habe ich denen in den Kommentaren geholfen. Also, warum denn nicht? Warum soll ich den Leuten denn nicht helfen, wenn die kommentieren? Wenn ihr kommentiert, bin ich der Letzte, der euch nicht antwortet. Wenn ihr jetzt zum Schreien schreibt, toller Part, dann kann ich halt nur Danke schreiben. Klar, aber wenn ihr eine Frage habt oder diskutieren möchtet oder eine andere Meinung habt und das kundtun möchtet, dann bin ich der Letzte, der dann den Discord scheuen wird und ihr könnt mich vielleicht auch überzeugen, wer weiß. All das und viel mehr war in dieser Folge und in meiner Kommentarspalte und in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato-Pet und der wunderschöne Home-Tanks verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.